Hallo und herzlich willkommen hier bei Curved auf dem MWC zu unserer Sondersendung Tooltime. Denn wir haben jetzt hier das CAT S61 und das ist mehr Werkzeug als Smartphone. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Das CAT S61 ist nicht nur ein wasserdichtes und stoßfestes Autosmartphone, das man runterschmeißen kann und ins Wasser tauchen kann, sondern es ist echt ein, ja, fast ein Universalwerkzeug geworden. Schon im Vorgänger, dem S60, hat CAT eine Beimobilkamera verbaut. Die ist jetzt auch hier wieder drin von FLIR, ist die Firma, die die Kamera herstellt. Die hat sich jetzt aber nochmal verbessert, was die Auflösung angeht, also früher VGA, jetzt schon HD. Das sieht man auch, wenn man sich das anguckt, die Bildchen, und den Temperaturbereich erhöht. Also jetzt kann man Temperaturen von minus 23 bis über 400 Grad messen mit der Kamera. Früher ging das nur so bis 120 Grad. Also hat man da, wenn man als Ingenieur mit einem Smartphone unterwegs ist und Schwachstellen oder so zu entdecken, schon noch einen größeren Radius. Ein weiteres praktisches Werkzeug bzw. Feature von diesem Smartphone ist ein Lasermessgerät. Das ist hier verbaut, hat eine Reichweite von 0 bis 10 Metern, sagt der Hersteller. Und da kommt dann hier der rote Punkt, der die Stelle markiert, zu der man misst. Nimmt quasi ein Foto auf und kriegt dann hier die Entfernung angezeigt. Das sind jetzt in diesem Fall knapp einen Meter bis zu dem Tisch. Dritte neue Funktion in diesem Smartphone ist ein Luftmessgerät, was einfach die Luftqualität misst. Kann auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen. Aber noch wichtiger ist, dass es einfach auch Schadstoffe erkennt. Hier an der Seite ist der Sensor dafür. Also besonders so Schadstoffe, die entstehen, wenn man ein Zimmer streicht oder auf der Baustelle tätig ist. Und die bekommt man dann auch im Verlauf angezeigt und kann einfach sehen, erst ist es mal Zeit, eine Gasmaske oder eine Schutzmaske aufzusetzen bzw. den Raum mal zu verlassen bzw. halt auch zu sehen, jetzt ist die Farbe verflogen und man kann wieder ins Kinderzimmer zurückgehen und die Kinder können da wieder gefahrlos spielen. Ansonsten ist es ein solide ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone, 4,7 Zoll großes Display, Android Oreo, 4 GB Arbeitsspeicher, der Snapdragon 630 ist da drin. Das ist alles genug Hardware, genug Power, dass man damit arbeiten kann und das sinnvoll benutzen kann. Wenn ihr nur ein Smartphone braucht, das robust ist und nicht so leicht kaputt geht, dann ist das CAT S61 mit 899 Euro ziemlich teuer dafür. Da gibt es günstigere Outdoor-Modelle. Aber wenn ihr so ein Multitool-Werkzeug braucht mit Wärmebildkamera, dem Luftsensor, der Entfernungsmessung und da mehr auf dem Bau oder als Handwerker unterwegs seid, dann ist das ein Gerät, was sich durchaus lohnen kann. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ab in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne und ansonsten abonniert unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder hier bei Curved. Macht's gut. Tschüss.